gesellschaftliche Aufgabe ist, sich über die Frage klar zu werden, wo wollen wir in der Gemeinschaft hin? Investieren wir ganz banal in Autobahnen oder in Fahrradwege? Hab Mut, trau dich. Formulier deine Meinung, versuch eine Mehrheit zu finden und steh zu deiner Entscheidung. Also ich bin überzeugter Individualist. Ich habe das Gefühl, das Heil liegt nicht in einem Masterplan, sondern liegt eigentlich immer in den Individuen, aus der Summe der Individuen. Für mich heißt es schon auch, nicht lehren funktioniert gar nicht so gut. Was funktioniert, ist lernen. Und ich finde, das bedarf einer totalen tiefen Reflexion, einer Selbstreflexion, immer und immer wieder, ohne jetzt neurotisch zu werden. Aber dass man wirklich nachdenkt, was bewirkt man denn mit seinem Tun? Denn Talente, die hat man, aber ohne Arbeit kommt man dann doch nicht weiter. Also man muss einfach auch dafür arbeiten, für sein eigenes Glück. Superlative, unglaublich. Glück ist eine Überwindungsprämie. Es ist unglaublich, über sich selbst hinauszuwachsen. Das macht zufrieden, oder? Und wann ist es dann genug? Wann sind wir da glücklich und richtig zufrieden? Was ist denn Zufriedenheit? Also wenn Sie in Wikipedia nachschauen, dann finden Sie da irgendwie Gelassenheit, zufrieden mit dem, was man momentan hat. Früher hat man von so etwas geträumt wie Klimax-Ökosysteme. Also weiß ich rode ein Land und dann kommen erst die Unkräuter und dann kommen die Sträucher und dann kommen die Bäume und dann ist es stabil. Heute wissen wir, das gibt es nicht. Es gibt kein Gleichgewichtsökosystem. Ja, was in der Natur oder bei dir, die Organismen, die Biosysteme, die Biome sind, das sind in der Wirtschaft, einfach gesprochen, die Verbraucher, also wir alle hier im Raum, Unternehmen und natürlich auch ganze Volkswirtschaften. Und wenn wir mal mit uns anfangen, Verbrauchern, und ich habe sehr wohl hier reingehört am Anfang, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so wirklich 100% zufrieden ist doch keiner von uns. Wir streben in irgendeiner Form, streben wir doch immer so ein bisschen nach mehr. Also, der eine will noch eine bessere Ernährung, der andere möchte noch eine schönere Urlaubsreise. Wenn wir uns mal in die Zeit von diesen Mammuts da zurückversetzen, da gab es sicher auch ein paar Zufriedene in der Horde, die tagsüber über die Wiese hüpften und sich an den Gänseblümchen freuten und dachten, ach guck mal, ist das nicht schön, das Leben. Die hat der Säbelzahntiger gefressen. Von denen stammen wir alle schon mal nicht ab. Wer sind unsere Vorfahren? Die Miesepeter aus der Höhle. Unsere Vorfahren sind die Zweifler, die Ängstlichen, die Zögerlichen, die Juristen der Steinzeit. Da muss einem klar sein, das ist, schauen Sie mal kurz rechts nach links, wundert Sie jetzt noch was? Nein. Wir sind sozusagen nicht zum Glücklichsein auf Dauer geschaffen, sondern wir sind geschaffen dafür, das Glück weiter zu suchen. Ich habe in meinem politischen Leben Dinge für richtig gefunden und habe eine Mehrheit gebraucht, anders geht das nicht in der Politik, und habe dann meine Meinung mehrheitsfähig gemacht. Und das war ein so großes Glücksmoment für mich, zu sehen, dass die anderen meiner Vorstellung gefolgt sind. Nur dann kommt das Thema Verantwortung. Jetzt kannst du sagen, okay, jetzt bist du an diesem Punkt, hast den Punkt erreicht und du merkst einfach, das stimmt mit dir nicht mehr und du repräsentierst was anderes, was du eigentlich wirklich fühlst. Und ich habe es im Buch auch sehr ehrlich beschrieben, von A bis Z, die großen Tiefen, die auch dazugehören, die man auch überwinden muss, in allen Bereichen. Aber es ist nicht mein Traum. Mein Traum ist im Prinzip viel einfacher zu leben, nur für die Stiftung da zu sein und die Firma zwar schon mit viel Begeisterung, aber hauptsächlich als Verantwortung zu sehen und irgendwann auch zu übergeben. Gibt es für Sie jetzt schon in diesem Alter, in dem Sie sind, mit 30, ein Genug ist genug? Also ein, ich muss mich nicht in so eine Mühle begeben? Oder ich muss vielleicht auf einer anderen Ebene meine Zufriedenheit finden? Beruflich kann ich sagen, bin ich gerade auf so einem Höhepunkt, wo ich sage, ich bin wirklich super zufrieden und darf in meinem Lieblingsflugzeug fliegen. Und ja, jetzt geht es natürlich schon in das Private, dass ich sage, okay, ich suche jetzt ein bisschen weniger den Erfolg im Beruflichen und suche dann ein bisschen mehr im Privaten. Und das finde ich eigentlich... Wie heilbar. Genau. Der Glückliche ist auch hier, er muss sich jetzt nicht zu erkennen geben, ich glaube, das finde ich nett. Aber Sie heiraten, das heißt, was heißt es für Sie privat oder auch beruflich? Ich kann zwar meine Pläne machen, aber manchmal schreibt das Leben einfach andere Pläne für einen. Und ich denke, sich da die Flexibilität offen zu halten, dass man dann einfach wirklich schaut, okay, das steht jetzt an und dann mache ich das und guck, was dabei rauskommt.
Ich glaube schon, dass man sehr viel mehr auf seinen Bauch hören sollte und dass ich eigentlich auch den Lehrern den Mut machen möchte. Und das ist mein Anliegen, wenn wir 37% der Gäste Lehrer haben, dass die sagen, ich traue auch auf meinen Bauch zu hören, auch gerade im Unterricht und wirklich irgendwo Mensch zu sein und nicht Rolle zu spielen. Solange ich noch selber das Gefühl habe, dass ich hinter dem stehe, was ich mache und dass ich glücklich bin mit dem und zufrieden, dann habe ich meine Grenzen noch nicht erreicht oder befinde mich einfach in meinen Grenzen. Wenn man merkt, es fühlt sich falsch an oder man geht einem Ziel nach, was zu sehr nach außen gerichtet ist, Bekanntheitsgrad oder Geld, dann ist man auf dem Holzweg. Und sich da zu prüfen und zu reflektieren, wo möchte man eigentlich wirklich hin, es ist eine immerwährende und nie endende Arbeit an sich selbst. Studier das, was dir Spaß macht und nicht das, wo du glaubst, dass du hinterher einen tollen Beruf kriegst. Nimm den Job an, der dir Spaß macht. Und ich glaube, wenn man Spaß an der Sache hat, dann leistet man automatisch auch mehr und dann ist man auf Dauer auch erfolgreich. Es ist genau die richtige Stunde, um weiterhin bewusst und dankbar zu leben.